Aloha! Wir werden immer wieder gefragt, welche Bleistifte wir benutzen und das ist eine sehr wichtige Frage. Und in diesem Video werden wir euch zeigen, welche Bleistifte für Porträtzeichnungen besonders geeignet sind und wie sich der Härte- bzw. Weichheitsgrad offenbart. Dir ist sicherlich bewusst, dass es sehr viele verschiedene Bleistifthärten gibt und wahrscheinlich auch, dass H für eher harte und B für eher weiche Bleistifte steht. Gutes Material ist für eine schöne Zeichnung sehr wichtig und deswegen zeigen wir dir hier anhand einer kleinen Zeichnung der deutschen Fußballnationalmannschaft, mit welchen Bleistiften wir arbeiten. Für schöne Schattierungen mit vielen Kontrasten arbeitest du am besten mit mehreren Bleistiften, die unterschiedliche Härten haben. Wir zeigen dir hier den Effekt von 12 Bleistiften mit den Härten von 2H bis 8B. Dabei zeichne ich jede dritte Person mit einer neuen Bleistifthärte. Es gibt natürlich noch mehr Stärken. Insgesamt geht die Reichweite von 9H bis 9B. Benutze einen H-Bleistift für die Grundlage deiner Zeichnung, also der ersten Skizze. Da eine schöne Zeichnung erarbeitet werden muss, steigert man in diesem Arbeitsprozess den Kontrast und arbeitet sich mit immer dunkleren, also weicheren Bleistiften voran. Deshalb zeichnen wir hier erstmal alle Spieler mit einem Bleistift der Härte 2H vor. Die weichen, also die dunklen Stifte, benutze bei den Zeichnungen, die grundsätzlich sehr schattig sind. Ich persönlich benutze am liebsten H, 2B und 4B und kann euch die nur empfehlen. Die Mannschaft, die wir hier zeichnen, ist von 2010, also wundert euch nicht, wenn einige Spieler nicht dabei sind. Wir beginnen mit Serda Tusky und Thomas Müller und gleich mit dem schon erwähnten 2H-Bleistift. Oh yeah. Meist werden Bleistifte mit dieser Stärke oder härter nur für die Grundlage bei technischen Zeichnungen oder für grafische Darstellungen verwendet, da sich ein harter Bleistift auf weichem Papier nicht ganz so schnell abnutzt. Und gleich geht's weiter mit Gomez, der ja in letzter Zeit in der Nationalmannschaft nicht mehr so oft zum Einsatz kam. Stand 2013. Er und Holger Badstuber sind mit der Stärke H gezeichnet. Für Per Mertesacker, der die deutschen Clubs ja leider gerade verlassen hat, und Simon Rolfes wird F und für die nächsten beiden HB benutzt. Diese beiden Härten sind fast gleich und HB ist der wohl gängigste Bleistift und wahrscheinlich hat jeder von euch den zu Hause. Oder wo er am liebsten zeichnet. Sammy Khedira und Arne Friedrich, der ja anscheinend den Fußball hinter sich gelassen hat, bekommen den B-Bleistift. B steht für Black, das heißt, dass die Bleistifte jetzt immer weicher werden und das Ergebnis dadurch immer dunkler. Die ersten B-Stärken kannst du sehr gut für Freihandzeichnungen oder kleinere Skizzen verwenden. Und genau das machen wir jetzt hier mit den äußerst populären Fußballern Schweinsteiger, Klose und Podolski. Das extrem erfolgreiche Trainerduo um Joachim Löw ist mit einem Bleistift der Härte 4B gezeichnet. Ab jetzt beginnen die wirklich sehr weichen Stifte. Ganz unten links beginnt die Reihe mit Trochowski und Marco Marin. Wo die beiden in der Nationalmannschaft abgeblieben sind, ist auch ein Rätsel. Vor allem, da Marin durch seine schnellen Sprints echt immer eine Bereicherung für das Spiel gewesen ist. Aber man fragt sich ja bei vielen begabten Spielern, warum sie nicht mehr dabei sind. Der Kapitän Philipp Lahm ist hier mit dem 6B-Bleistift dargestellt.
So, nun gehen wir weiter zum Torwarttrio mit Manuel Neuer in der Mitte, der ja immer noch sehr erfolgreich das deutsche Tor verteidigt. Mit ihm beginnt der 7B-Bleistift. Diese Härten kannst du hervorragend für gröbere Skizzen und schnelle Entwürfe benutzen, die nicht unbedingt weiter ausgearbeitet werden sollen. Und in einer wirklich ausgereiften Zeichnung verleihen diese tiefschwarzen Stifte meiner Meinung nach einer Zeichnung erst den Ausdruck, um richtig lebendig zu wirken. Die letzten drei Spieler in diesem Bild, inklusive Mesut Özil, habe ich mit 8B, also dem weichesten Stift in unserer Reihe, gezeichnet. So, wenn du jetzt das ganze Bild betrachtest, siehst du die Unterschiede, die durch die verschiedenen Härten erzeugt werden. Eine dunkle Zeichnung schafft auch gleich eine andere Wirkung als eine helle und zarte Zeichnung. Und darum rate ich dir, dir unbedingt mehrere Bleistifte mit unterschiedlichen Härten zuzulegen. Auf unserer Materialseite haben wir dir die Bleistifte nochmal aufgelistet und gleich mit Amazon-Links versehen. Außerdem schreiben wir jetzt natürlich unter jedes Video, welche Stifte wir benutzen. Eure weiteren Fragen und Wünsche könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne auf unserem YouTube-Diskussionstab oder als Kommentar auch auf Facebook oder Google Plus schreiben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zeichnen. Ciao und tschüss.